Eine Karotte in der Nase. Okay. Obdachlos, weil sie sich wahrscheinlich versteckt nach der letzten Aktion. Ja, windgeschützt ist das eine, aber es ist trotzdem arschkalt mit Sicherheit. Ja, aber herzlich willkommen zurück bei Beyond Two Souls. Weiter geht's mit Jody. Ich stehe mal auf. Oh Gott. Für Leute, die ein warmes Zuhause haben, ist sowas natürlich geil. Nicht für die, die Auto fahren müssen. Oder die kein Zuhause haben. Dann ist sowas schon wieder überhaupt nicht geil. Was, ein Telefon? Wollen wir... Nee, aber dann verraten wir ja, wo wir sind. Okay. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass sie irgendwen anruft, aber ich dachte, vielleicht guckt sie auch nur, ob da Kleingeld übrig ist. Hallo? Nathan? Jody? Jody, wo bist du denn? Die Monster. Sie sind überall. Großer Gott, Jody, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Nein, sag's ich komme jetzt nicht. Sofort, Jody. Sag Jody! Das nicht. Okay. Das finde ich aber, habt ihr das Schild gerade gesehen? Kann man nicht, ne? Ne, die kann man riesig nicht mit. Da stand Recharge your mobile phone hier an der Telefonzelle. Das haben wir hier in Deutschland leider nicht. Aber wir haben sowieso noch kaum Telefonzellen, aber. Discount City. Autsch. Die sind tatsächlich überall. Wo kommen die her? Der uns jetzt? Also Jody? Das gibt's doch gar nicht. Okay. Jetzt sieht er sie. Aber das heißt nicht, dass das ein guter Mensch ist, nur weil er auch obdachlos ist. Aber manchmal hat man keine andere Wahl. Man muss das Beste hoffen. Jody, nein! Komm schon. Trink. Alles brennt.
Hey. Okay, er scheint nett zu sein. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Hat er nochmal Glück. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber es reicht. Ich hab dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist deren Sache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Also sie weiß noch nicht, ob schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Sie weiß noch nicht, ob sie ihm vertrauen kann. Das merkt man so an der Vorsicht, Heiß. Zögerlichkeit. Aber finde ich gut. Man sollte nicht blind Leuten vertrauen. Aber ich glaube, der meint... Wie lange bist du schon auf der Straße? Wir sind mal ehrlich. Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett abdrehe. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Eltern. Durchgeknallter Freund, sowas. Und das ist übrigens der Kapitalismus, wo alle euch sagen, nur der funktioniert. Wenn du willst, dann bleib. Ich hab nicht viel, aber wir können gerne alles teilen. Danke. Dieser ach so tolle Kapitalismus, ja. Ja. Reden wir nicht drüber, sonst kriege ich eine schlechte Laune. Stan. Stan? Danke, ja. Danke, Stan. Ja. Vertrauen. Ich wünschte, ich wäre gestorben. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Aber da müssen wir alle mal durch. Manchmal muss man nur durchhalten und warten, bis es um ist. Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert es einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Hilfe? Warum hast du mich mitgenommen? Na, ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also habe ich's. Kein großes Ding. Okay. Und wer sind die anderen? Kennst du die anderen? Das ist Walter da drüben. Okay, trinkt ein bisschen viel, aber ist in Ordnung. Das ist Jimmy. Halt dich lieber von ihm fern, wenn ihm der Stoff fehlt. Okay. Und die Kleine, das ist Thursday, sie ist schwanger. Armes Ding. Ist wohl abgehauen von zu Hause. So, was können wir noch machen? Hier war vorhin ein Punkt, jetzt ist er weg. Okay, wir können... Da ist der Punkt.
Was will er denn mit dem Foto machen? Ein Geist? Sie sieht aus, als wollte sie etwas sagen. Nein, war das das Ding? Was ist das? Da können wir nicht interagieren mit. Irgendwie kommen wir aber nicht zurück zu Jody. Hilfe! Aber hallo! Die Ergebnisse der Tests, Dan. Oh nein. Ich glaube, seine Frau ist gestorben oder irgendwas. Wir reden gleich mit Sam. Wir gehen aber erstmal hier rum. Und hier noch andere. Hi. Hi. Eins? Hä? Ja, wir stellen uns einfach an ihr Feuer und reden nicht mit ihr, oder was? Oh, guck mal, das ist ein kleiner Plüschhund. Wieso? Vielleicht müssen wir doch erst mit Stan reden, bevor wir mit den anderen reden können. Ich weiß es nicht. Dahin. Ja, ich will aber erstmal hier auch, weil wo Feuer ist. Okay, wir reden jetzt. Hast du kürzlich jemanden verloren, der dir nahe stand? Meine Frau. Nancy starb an Leukämie vor 4 Jahren. Woher weißt du das? Nein, ich... Nur so ist nicht so wichtig. Ja, er war wahrscheinlich verzweifelt auf irgendein Zeichen von seiner Frau. Ob es jetzt logisch ist oder nicht, aber... Google. Lass mich in Ruhe. Google antwortet, wer weiß. Der Google Assistant will mitspielen. Wieso können wir mit ihr nicht reden? Was haben wir denn hier? Da ist doch was. Da. Ich sehe es doch. Da. Hey, jetzt weg. Jetzt ist es da. Verarschen. Wir gehen mal zu, wie hieß der? Walter? Hallo Walter. Aber wir können uns die Leute nur anschauen, wir können nicht mit denen reden. Mädel, du bist zurück von den Toten? Halleluja, preise den Herrn. Willkommen in unserem magischen Königreich, my lady. Okay, er hat ja gesagt, er trinkt viel, also er scheint auch sehr durch zu sein, aber nicht. Warum macht sie das? So, und dann zu dem
der ohne Drogen gefährlich werden oder unangenehm werden kann. Hallo. Oh oh. Aber der redet mit mir. Okay, der ist wahrscheinlich auch in seiner Heroinwelt. Okay, aber mehr können wir hier nicht machen. Nö. Ja. Und nun? Vielleicht gehen wir einfach raus. Was ist das? Ein Messer. Ach so. Nein, tu's nicht. Tu's nicht. Wirklich. Ich dachte, sie nimmt's mit. Und manchmal, ne, ist das wirklich so, die Sorgen erschlagen einen. Einen Haufen. Und es ist leichter gesagt als getan, aber was der junge Mann da hinten gesagt hat, stimmt einfach. Manchmal muss man einfach nur durchhalten. Weil sie die Sorgen dann einen nicht weiter. Gehen wir. Erschlagen. Gehen wir. Okay, wohin? Da geht's raus und da geht's. Ach, da geht's gar nicht mehr weiter. Okay. Oh. Da ist unser Vorrat schon leer. Wir haben nichts mehr zu essen. Wir müssen was besorgen. Okay. So sehen wir alles bei uns hier so läuft? Ja. Ja, ich komme mit. Okay. Können wir... Ich gucke immer nach Adderwood. Wir brauchen etwa $5. Das reicht für was Warmes. Okay. Wir versuchen es hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Irgendwie bezweifle ich das. Ich guck mal da hinten. Hey, Stan. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ich versuch's mal da drüben. Ja. Oh Mann. Viel Glück dann. Wir hätten uns auch... Pass auf dich auf. Bis später. Wir hätten uns auch hinsetzen. Oh nein. Ich wollte nur mal gucken, was hier so ist. Hallo. Hast du mal einen Euro? Steht da? The American Tribute. Okay, Killer, 7 Victims and... Origami Killer? Steht da Origami Killer? Tatsächlich? Ein kleines Easter Egg. Origami Killer! Da, 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 da.
Kamera zurück. Zeig uns das Easter Egg. Da. Still no lead. Wenn ihr wüsstet, dass wir den schon dingfest gemacht. Also dingfest nicht. Der ist tot. Okay. Wahrscheinlich irgendeine Waschküche, oder? Entscheide dich. Burger klingt gut. Oder doch Pizza? Ist nur Futter. Das ist so hart. Oh ja, es ist hart, sich zu entscheiden, was für ein geiles Essen man essen will. Ihr Penner. Kommt da Kotze raus? Okay, ich will es gar nicht wissen. Ich hab gesagt, wenn es ihm nicht passt, soll er gehen. Ist da noch was? Nö. So, wir setzen uns da ein. Nett. Nett. Sind immer nett. Wir warten. Das ist auch das Ding, ne? Das sieht jetzt auch böse aus und von manchen ist es vielleicht auch böse. Aber stellt euch vor, ihr geht so schon etwas länger. Das ist klasse. Hier. Und weiß ich nicht, ihr habt schon nach 5 Minuten jemandem was gegeben. Ihr könnt ja nicht bei jedem leider stehen bleiben. Ihr habt ja auch nur begrenzt Geld. Das war $1, ne? Okay. Was ist das? Wir können das nicht machen, Aiden. Klar. Ich bin kein Dieb. Klar. Und das... Ich muss es tun. Gegen den Kapitalismus. Wir haben genug. Los, sehen wir, wie es denn geht. Okay. Wie läuft's denn? Nicht gut. Du? Heilige Scheiße. Jody, woher hast du so viel Geld? Gefunden. Jody, wenn du das Geld gestohlen hast... Es wird ganz bestimmt niemand vermissen. Damit kriegen wir heute was zu essen. Stan, ich habe dafür niemanden umgebracht. Eigentlich stimmt es schon, aber ein Automat. Ich kaufe uns jetzt Essen davon. Du bleibst hier. Oh oh. Nicht, dass er beklaut wird. Achso, da ist der Supermarkt. Okay. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier, aber wir können uns nicht bewegen. Was hast du da, Alter? Was haben wir denn hier? In der Lotterie gewonnen, alter Glückspilz? Hey, ich will keinen Ärger. Ärger? Ärger? Das ist so respektlos, alter Mann. Sehen wir aus wie Ärger? Wer etwa? Das wäre Ärger. Oh, komm schon. Willst du das, Ed? Ja, schon dabei, Mann. Hilf ihm doch mal. Echt krass, Alter. Hast du gesehen, wie dieses Arschloch voll eingeklappt? Oh Gott. Ab, dann passiert euch nichts. Quicktime-Scheiße. Ich sehe es schon kommen. Schaut mal hier. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. Lass laufen, ey. Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Mist tun. Ah!
Der nimmt das immer noch auf. Fuck! Das Miststück ist krank! Wir sehen uns später, Miststück. Verdammt, ich hau ab! Hey. Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren 4 von ihnen. Du warst allein. 4 Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Los, raus hier, bevor sie wiederkommen. Okay. Okay. Ich hätte gerne die ganze Zeit, der aufgenommen hat, der könnte das jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht, dass die Leute dann sehen, oh, hier kann jemand super gut kämpfen und dann näher dran gucken und oh, das ist ja sie. Ey, nein! Du hast doch heute wem geholfen. Okay, Leute. Kommt zum Essen. No, geh zum Essen. Komm schon, Jody. Da war los, haben wir auch was. Grafikfehler, da hey, war ja noch. Ich habe sogar noch Schokolade als Nachtisch. Schokolade? Ich kann mich nicht mal erinnern, wie das Zeug ist. Jetzt können wir hier bei den Leuten, können wir nicht. Aha. Moment, wo geht's denn da lang? Was ist das denn? Okay, da geht's einfach nicht lang. Schade, schade. Ich dachte, da können wir jetzt runter in den Geheimkeller. Wir gehen gleich zu den anderen. Ein bisschen. Ich möchte auch keinen Bonus verpassen. So. Aber wir mit einem können wir gerade Nukes machen. Wie gehen sie denn alle? So. Thunfisch. In so einer großen Dose. Was ist dir passiert, Stan? Es gab einen Kampf. Ohne Jody würde ich immer noch da liegen. Schluck Kaffee. Ihr hättet sehen sollen. Das waren 4 Kerle. Jody kämpft wie ein echtes Ass. Wir reden erstmal über das Baby. Das wollte schon die ganze Zeit. Wann kommt denn dein Baby? Nächsten Monat. Sie tritt schon seit Tagen nicht. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ihr Freund hat sie oft verprügelt. Er wollte kein Baby. Vermutlich hätte sie umgebracht. Tuesday. Tuesday? Wo hast du den Namen her? An dem Tag bin ich weg daheim. Ah, okay, ist nicht ihr erster Tag in Freiheit. Lager? Wie lange seid ihr schon hier? Die Brücke fand ich so vor ungefähr 6 Monaten. Traf hier Walter. Jimmy tauchte auf. Tuesday ist hier seit etwa 3 Wochen. Walter? Walter? Bei Jimmy habe ich ein bisschen Sorgen. Der ist, wie bist du hier gelandet? Fertig aus. Ich war mal Highschool-Lehrer. Und irgendwann da konnte ich mir die Raten nicht mehr leisten. Ich verlor mein Haus, den Job. Alle Freunde. Tja, und hier war dann Endstation. Was ist mit dir, Jody? Du erzählst nicht viel von dir selbst. Wie bist du auf der Straße gelandet? Ich hab Sachen gemacht, die schlimm sind. Bis mir klar war, dass man mich benutzt. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich seltsam. Aber ich kann Dinge.
macht mein Leben völlig kaputt. Du sagst, du kannst Dinge, Joey. Inwiefern? Wir sind mal ehrlich. Schon seit meiner Geburt ist in meinem Leben diese Existenz. Sein Name ist Aiden und er ist immer bei mir. Er ist auch jetzt hier. Scheint, als wäre Jimmy nicht der Einzige mit einem Drogenproblem. Ehrlich, weil sie muss auch mal mit jemandem reden. Einfach nur... Nein, Game Crash! Okay, bis gleich.